Es ist der 9. November 1918. Hier vom Westbalkon des Reichstages rief Philipp Scheidemann die Deutsche Republik aus. Die Weimarer Republik war die erste parlamentarische Demokratie in Deutschland. Eine bewegte Zeit. Die junge Republik währte nur 14 Jahre und endete in der Diktatur der Nationalsozialisten. Nach dem verheerenden Zweiten Weltkrieg mit Millionen Toten und dem Holocaust wurde erst 1949 mit der Bundesrepublik wieder eine demokratische Staatsform in Deutschland etabliert. Einigkeit und Recht und Freiheit in ganz Deutschland gab es sogar erst wieder seit der Wiedervereinigung im Jahre 1990. Was erinnert heute noch an die Weimarer Republik? Was verbindet uns mit der ersten deutschen Demokratie? Welche Aktualität hat die Geschichte der Weimarer Republik? Haben wir etwa wieder Weimarer Verhältnisse? Das wollen wir herausfinden. Begleiten Sie mich auf einer spannenden Zeitreise, 100 Jahre später, auf den Spuren der Weimarer Republik.